Ach, du ahnst es nicht. Ja, ist gerade ein bisschen creepy, weil das Haus wurde mal besetzt, wie man ja auch sieht, und überall sind die Vorhänge zu. Da ist noch einiges an Einrichtung drin. Aber es ist komplett verrammelt und verriegelt, Freunde. Oh, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Ich habe auch nichts mit, ey. Muss ich mich so wehren. Das ist ja krass hier, Alter. Weil das ist hier mir komisch. Ist das feucht? Ne, das ist furztrocken, Freunde. Das ist furztrocken. Hier ist was komisch. Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Film auf unserem Kanal. Ich bin der Jäger. Und ich habe ein kleines, feines, verlassenes Haus gefunden. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet, ob ich überhaupt reinkomme, ob es überhaupt was ist oder ob es völlig kernsaniert ist. Lasst euch überraschen, wie immer heißt es, kommt einfach mal mit. Ach, du ahnst es nicht. Hätte ich auch gleich bei der Einfahrt parken können, ne? Ja, ich glaube, Freunde, das können wir vergessen hier. Wir gucken mal. Das ist ein bisschen creepy gerade. Eigentlich ein schönes Anwesen. Ja, ist gerade ein bisschen creepy, weil das Haus wurde mal besetzt, wie man ja auch sieht, und überall sind die Vorhänge zu. Da ist noch einiges an Einrichtung drin. Aber es ist komplett verrammelt und verriegelt, Freunde. Ja, hier sollen mal Hausbesetzer drin hausiert haben. Oh, guck dich das mal an. Okay. Und es kann natürlich sein, dass hier noch welche sind, ne? Das ist immer das Gefährliche daran. Stopp. Warum stopp? Ach nee. Guck mal, wie schön das hier ist. Ey, das ist komisch hier vorne. Hä? Hatte ich noch nie so. Krass, oder? Hier war mal ein kleines Planschbecken. Herzlichen Glückwunsch. Freunde, das ist mir ein bisschen zu komisch hier alles. Ich denke, ich bin hier nicht alleine. Wir gucken mal. Oh, wenn ich das schon wieder sehe, ne? Ich habe auch nichts mit, ey. Muss ich mich so wehren. Das ist ja krass hier, Alter. Weißt du nicht?
auf wen oder was du hier triffst. Vor allen Dingen hier sieht es ja noch einigermaßen gut aus, oder? Aber das Haus ist auch komisch, ne? Es ist so schmal. Wieso hat man denn da eine Leiter angemacht? Gehen die übers Fenster da mal rein? Ja, sowas hatte ich auch noch nicht. Mit solchen Leuten hatte ich auch noch keinen Kontakt. Ich bin gespannt. Aber wir haben ja keine Angst, ne? Feuerstelle. Hier steht alles offen. Achso, hier steht alles offen. Oder Aquarium oder was das sein soll. Mir kommt ein starker Benzingeruch entgegen. Also ich habe jetzt nicht mitgerechnet, dass hier noch so viel ist. Und im Haus ist auch noch was zu sehen. Heftig. Was ist denn das da oben? Ist aber noch alles einsortiert, ne? Das ganze Werkzeug ist noch da. Basteln und Spielen, Mosaik. Guckt mal hier, feinsäuberlich alles sortiert. Ich meine, wenn die das Haus besetzt haben hier, dass die hier trotzdem so eine Ordnung gehalten haben. Aber hier könnt ihr mal sehen, wie lange das schon verlassen ist. Wie lange das schon verlassen ist. Heftig, ey. Schöne Anblick. Also wenn der Schuppen schon so voll steht, ne? Dann ist die Butze auch noch voll. Hier ist schon wieder ein Terrarium oder Aquarium. Dem in einem Aquarium eher nicht, ne? Ist ja ein Loch, sind ja zwei Löcher drin. Aber hier war lange keine mehr drin. Ich renne gerade komplett durch Spinnenweben. Ich muss bloß aufpassen, nicht, dass die zurückkommen. Weil das ist hier mir komisch. Ist das feucht? Nee, das ist furztrocken, Freunde. Das ist furztrocken. Hier ist was komisch. Das zeige ich euch nachher, wie kurios das alles ist. Ja, kann ich auch gleich zeigen, sonst vergesse ich das wieder. Das sieht alles so ordentlich aus hier, ne? Also ja, weiß nicht, ob das Kunst sein soll oder. Ich habe dafür kein Auge. Vielleicht ist das Kunst. Kreativ sind sie ja gewesen. Dann sind sie doch noch im Haus da drin. Hier auch wieder ein Terrarium. Das ist komisch hier. Okay, hier hat man was kaputt gemacht. Aber hier auch keine frischen Kippen drin.
Das ist merkwürdig, oder? Was meint ihr? Jetzt sage ich dieses Wort auch schon, ich wollte das nicht sagen. Wow, jetzt bin ich fast hingeflogen. Entweder wohnt hier ein Wahnsinniger. Ich kann auch noch nicht mehr reden. Das ist schon der 8. Lost Place heute an meinem Tag. Seit heute Morgen um 5:45 unterwegs, also 5.45 Uhr. Ich kann nicht mehr reden. Ja, aber das scheint mal. Aber das Haus ist komisch, ne? Das Anwesen ist schön, Freunde. Aber das Haus ist irgendwie komisch. Wer hat denn so ein schmales Haus? Ist aber auch nicht frisch. Das ist skurril, nennen wir es mal so. Das sieht aus wie bei Mad Max hier alles irgendwie. Ich habe keine Ahnung, mit den Tonnen hier. Und ja, wir gehen jetzt mal in den Schuppen gucken, sonst vergessen wir das noch. Aber hier ist ja, ihr seht ja, das ist ja gepflegt hier. Ach, da hinten geht es auch noch irgendwo hin. Da hinten. Ja, wir gucken erstmal hier. Bücher von Karl May. Oh, jede Menge Bücher hier. Also dann will ich nicht wissen, was dann hier. Das Problem der Internatserziehung. Das sieht ja so richtig altdeutsch aus. Von wann ist denn das? Krass. Oder die Kamera. Werkstätten für Schüler. Hier steht aber leider kein Datum. 248 Seiten. Und doch steht hier ein Datum. Die Lampe ist zu hell, ne? Ich höre Stimmen übrigens. Aber es kann auch von woanders her sein. Ich möchte mal wissen, von wann das Buch ist hier. Sieht aus wie so 45. Menschenskinder. Da. Ist ja unglaublich. Das Buch ist von 1925. Das Buch ist von 1925, Freunde. Und guck mal, wie gut erhalten das ist. Ey, dann sind doch da bestimmt noch jede Menge Schätze drin. Oder sammeln die das hier irgendwie und verkaufen das auf dem Flohmarkt und wenn die zurück. Ey, guck dann mal, hier macht doch keiner eine Bibliothek rein sonst. Jetzt ist hier eine richtige Bibliothek. Oder sammeln die das und verkaufen das? Weil hier sollen Hausbesetzer drin gewesen sein. Wie man ja auch sieht. An den Graffitis und an den Krücken. Ey, das Buch ist ja wohl heftig. Krass. Nicht, dass die jetzt irgendwie zurückkommen von ihrer Tour. Ich weiß es nicht. Alles so creepy hier. Creepy. Creepy. Ich sehe noch ein paar Schätze, ne? So eine alte Nähmaschine. Fässer. Das ist hier mir zu ordentlich irgendwie. Eigentlich ist es doch sonst immer komplett durchgewühlt alles. Wisst ihr, was ich meine? Als wenn hier doch noch welche leben. Guck mal, wie ordentlich hier dieser Gang ist. Natürlich nicht gefegt oder so, aber. Hier ist nichts zugemüllt. Naja, ihr wisst schon, wir kennen andere Sachen. Und das ist alles feinsäuberlich sortiert. Und hier, das Buch von 1925 ist ja wohl der Hammer, oder? Ich versuche noch ins Haus reinzukommen, das ist natürlich klar, ne? Okay, hier ist nichts.
Mal gucken, wen wir da treffen. So, wo geht's hier hin? Aber man wohnt hier auch genau an der Autobahn, ey. Oder was? Ey, das ist... Freunde, das ist irgendwie komisch hier. Jetzt kann ich das auch mal sagen. Das ist wirklich komisch hier. Was hat denn das für eine Bewandtnis hier, das Ding? Ach, das ist der Raum hier. Guck mal bitte. So, dann ist man hier rausgegangen. Ja. Und dann war man am stinkenden Tümpel. Toll. Und wo ging es hier hin? Ach, hier war das Grundstück zu Ende. Aber schön hier, ne? Ich meine, der Lärm ist ja unausstehlich hier. Direkt an der Autobahn. Das ist, hier steht schon wieder so ein kurioses Ding. Ach, das ist ein Regal. Aber irgendwie trotzdem doch fein ordentlich, ne? Freunde? Ich versuche mal ins Haus reinzukommen. Wir wagen es mal. Ich kann mich ein bisschen wehren. Wenn es nicht gerade vier Mann sind, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Aber hier? Wie, mit Brücke gebaut und... Also das ist... Was ist das denn? Achso, das ist das Haus. Du bist so schön bescheuert. Krass, ne? Irgendwie hat das was. So, dann versuchen wir mal reinzukommen. Ich glaub's ja nicht. Hoffentlich treffen wir nicht auf einen hier noch. Aber das Haus, da muss da... Ich guck mal jetzt rein. Ne? Ich leuchte mal rein mit der Lampe. This way. Es sieht aber eher aus wie ein Eingang von der Disco, ne? Nicht so wie so von typischen Wohnhaus. Und hier ist auch alles zugezogen, das ist ja das Kuriose. Auch eine seltsame Türklingel, ne? Ja, gut. Wie kommen wir hier rein? Geht der Brunnen noch? Moment mal, muss ich meine Taschenlampe einstecken? Nee. Der ist tot. Hier ist auch alles zugezogen. Also das Problem ist ja, wenn ich jetzt hier reingehe, ne, ich weiß ja nicht, wer da drin ist. Was mich da erwartet. Ach, hier fehlt was vom Haus. Jetzt ergibt es Sinn. Aha. Das ist... Hier stand noch was. Aha. Ja, das ergibt Sinn. Auf Gott sagen. Boah. Das Anwesen ist so schön. Aber das Haus ist so komisch. Nee, ich habe gedacht, aber hier ist alles Wand. Hier war noch ein Anbau. Krass. Das ist richtig gemütlich hier, ne? Ja, Freunde. Wer macht sich denn solche Mühe?
Ja. Was ist das hier? So, ich habe den Eingang gefunden, Freunde. Ich glaube, jetzt muss ich mich noch. Jetzt muss ich nachdenken. Wie viel Mann können ihr sein? Wie kannst du dich wehren? Weil ich glaube nicht, dass die wollen, dass ich hier reingehe. Denen gehört das zwar auch nicht. Jetzt muss ich mal nachdenken. Ich muss mal überlegen, was ich mitnehme jetzt. Kleinen Augenblick. Also das Fenster, ihr habt es gesehen, ne? Das Fenster ging ja auf. Es ist von innen nicht verriegelt, also wird höchstwahrscheinlich keiner da sein. Das ist schon mal die gute Nachricht. Aber wenn sie dann kommen, schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr machen würdet alleine. Würdet ihr hier reingehen? So, ich muss die Lage mal abchecken jetzt, wie gesagt. Definitiv sind die Hausbesetzer gewesen oder immer noch. Weil, warum ist gerade das Fenster auf? Das daneben ist nämlich nicht auf. Und irgendein anderes Fenster nicht, nur das. Und das war ziemlich gut verschlossen wieder. Also haust hier noch jemand. Ja. Große Klappe hat hier gehabt, ne? Also ist alles okay, aber du weißt ja nicht, mit was. Ihr habt ja gesehen, was da alles drin ist. Die haben hier bestimmt Messer und weiß ich was alles. Und wenn du in deren, es ist zwar nicht ihr Besitztum, also ihr Besitz, aber sie empfinden das ja momentan gerade so. Und wenn du dann dort eindringst, krasse Situation gerade. Oh, ich kann wirklich nicht mehr reden. Der Tag ist der Tag. Ich bin 12 Stunden schon unterwegs, 13 Stunden schon unterwegs. Krasse Situation gerade. Gut, Freunde, ich denke nach. Echt nachdenken, ne? Ja, also ich war noch nicht beim Auto, habe irgendwie was geholt. Ja, ich würde sagen, ihr wollt es ja sehen, ne? Dass ich mich in Gefahr begebe. Lass mal kurz das Fenster auf und verziehe mich mal kurz. Vielleicht ist es dann wieder zu. Aber die können auch jeden Moment wiederkommen, ne? Wenn ich da jetzt reingehe, dann gehe ich natürlich ohne Ton rein und sage erstmal nichts. Das ist ja wohl klar. Ne? Es ist groß, das Haus. Es ist groß. Philipp, wo bist du, wenn man dich mal braucht? Wenigstens einer absichern draußen. Oder von hinten. Weil hier ist alles zugezogen. Das Zimmer macht mir am meisten Angst. Ja, das Problem ist, da hängt ein frischer Müllbeutel. Schwer.
Ja? Okay. Ihr pfeift mir. Ihr sitzt schön auf der Couch zu Hause. Ich hab hier die Scheiße, wenn die vier, fünf Mann kommen und die trinken ja Alkohol. Hier sind ja überall Alkoholflaschen. Und der Müllbeutel ist frisch dort drin. Der ist nicht vergammelt, nichts.
krasse Situation gerade, Freunde. Ich weiß nicht, was oben ist. Für mich war es eindeutig. Oben befand sich jemand. Geräusche waren eindeutig zu hören, die Luke mit einem Gitter gesichert. Wie aber nun konnte ich ihn dazu bewegen, runterzukommen, ohne dass er weiß, dass ich weiß, dass dort oben jemand ist? Mir fiel nur eines ein. Irgendwie, ne? Ja, er traut sich höchstwahrscheinlich nicht raus, aber da oben ist jemand. Der hat sich ja so gebaut, dass man das hört, wenn man das wegnimmt. So eine Art Schutz. Ne? Dann hier diese Wanduhr, ne? Dieser Chefsessel, das sieht alles noch so vernünftig aus. Ne? Die Puppe, die da hängt, verkehrt rum, 11:55. Das Klavier ist schon geil. Ey. Aber die haben hier wohl höchstwahrscheinlich mal Partys gefeiert. Ne? Muss bloß aufpassen, dass er jetzt nicht runterkommt. Da. Weil das ist eine Betontreppe. Okay. Ja, Freunde. Ich bin reingegangen. Kommt, Freunde. Ne? Wer von euch wäre hier überhaupt reingegangen? Wir gucken mal da oben. Guckt mal.
Hier ist doch alles voll damit. Der ganze Tisch ist hier, kann man das sehen? Ich weiß nicht, ist überbelichtet. Aber es ist schon heftig hier, ne? Okay. Durch meine 18-jährige Erfahrung an der Tür wusste ich, dass Menschen, die Drogen und Alkohol gleichzeitig konsumierten, sehr, sehr aggressiv werden können. Für mich war es besser, dieses Objekt erstmal zu verlassen. Es geht ja noch eine komplette Etage hoch. Er hat sich da oben, ihr habt es ja gesehen im Video, was gebaut, was ich hochdrücken muss. Und so hört man mich, wenn ich dort... Krass! Stopp! Könnt ihr die Leiter links oben auf dem Dach sehen? Ich zeige nochmal eine andere Kameraperspektive. Hier sagte ich zu Beginn des Videos, ist das der Weg rein ins Haus? Nein, es ist der Fluchtweg. Es ist genau das Fenster, wo wir oben ins Dachgeschoss nicht reingegangen sind. Und wenn unten der Weg abgeschnitten ist, kann man oben immer noch aus dem Fenster über die Leiter ins Freie. Freunde, krass, dass ich überhaupt da reingegangen bin. Das ist ein heftiges Haus, oder? Also da ist definitiv einer oben. Also ich vermute sehr stark, dass da oben einer ist. Sonst baut man sich das so nicht. Aber dann wäre das Fenster doch zu, ne? Es ergibt alles irgendwie keinen Sinn. Aber krasse Location, oder, Freunde? So habe ich noch nie gesehen. Egal. Ich bin reingegangen ins Haus. Ich habe euch das Haus gezeigt. Viele interessante, schöne Sachen, auch im Schuppen schon. Ich habe gewusst, ich habe geahnt, wenn im Schuppen so viele schöne, interessante, ich stehe gegen die Sonne, Sachen stehen, dann muss das Haus noch was Schönes, also das, von außen sieht das gar nicht so aus, ne? Und das ist so creepy da drinne. Aber geil. Ich fand das richtig cool, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Naja, ganz hoch gehen werde ich jetzt nicht. So lebensmüde bin ich ja nicht, weil ich muss ja den Kopf erst durchstrecken. Und da kann er mir eine geben von oben oder so. Zu zweit würde ich es machen. Allein bin ich ins Haus gegangen, aber... Nee, das ist zu gefährlich. Wenn es eine normale Treppe wäre, ja, aber... Das ist ja nur so eine Dachluke und da musst du den Kopf zuerst hoch durchstrecken. Du weißt ja nicht, zu welcher Seite du gucken sollst. Das ist ja die Gefahr gerade. Und... Entschuldigt bitte, definitiv habe ich dort was gehört oben. Und definitiv hat er sich das so gebaut... dass man sich bemerkbar machen muss, wenn man dort durch will. Ihr habt es ja gesehen, es war abgedeckt mit so einem Gitter irgendwie, dass man erst anheben muss und hätte Geräusche gemacht. Krass, Freunde. Na gut. Also beim Verlassen des Geländes ist mir aufgefallen, dort oben, wo wir nicht hingegangen sind, seht ihr das kleine Fenster dort? Ist der Vorhang ein bisschen zur Seite geschoben, also das heißt ein bisschen zur Hälfte, so dass man aber rausgucken kann, was hier passiert. Ja? Also Freunde, ich denke, alleine war das komplett die richtige Entscheidung. Erstmal war es völlig bekloppt, dort alleine reinzugehen. Du weißt nie, wie viele Mann dort drin hausen. Aber ja, ich liebe ja so ein bisschen den Nervenkitzel. Aber da oben ist jemand. So, das nochmal als Nachtrag. Ne? Man hat extra die Gardine so ein bisschen oder den Vorhang so ein bisschen weggeschoben, damit man gucken kann, wer hier umher kraucht. Okay, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, feine Video gefallen. Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, gerne einen Kommentar. Heute so und so mal einen Kommentar unterschreiben, ob ihr dort reingegangen wärt alleine. Vielleicht fahre ich mit Philipp nochmal zusammen her und dann gehen wir beide nochmal ganz hoch. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee. Also, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, bye bye. Macht's gut. Euer Jäger.